Ja, wir haben natürlich alles versucht. Also ich kann den Jungs jetzt nichts vorwerfen, dass es nicht jeder reingehauen hat. Das war zumindest, das hat man glaube ich auch von außen gesehen. Wir haben das Spiel lang offen gehalten, aber haben wieder früher ein Tor kassiert, was nicht sein muss. Und dann 2-0 verloren. Ja, schade, man hat kurzzeitig eine Phase gehabt in der zweiten Hälfte, da war noch was drin gewesen. Ja, wie hast du das Spiel generell gesehen? Ja, am Anfang eher wackelig, sage ich mal, dann sind wir mehr ins Spiel gekommen. Haben wir Halbchancen vorgefunden, haben wir ein bisschen was gemacht. Aber es war letztendlich einfach zu wenig, dass wir ein Tor gemacht haben. Wir werden sicher nächste Woche an jeder Schraube arbeiten und alles investieren in diese Arbeit, dass wir im nächsten Spiel 3 Punkte kriegen. Ja, wie war es für dich selbst als das Debüt als Cheftrainer? War das ein anderes Gefühl als bei sonst? Ja, sicher ist es anders, wenn du vorne stehst oder hinten sitzt, ist ganz klar. Du hast die volle Verantwortung jetzt. Natürlich bewege ich mich da anders und wirke anders auf die Mannschaft ein. Aber ich habe alles versucht und wie gesagt, nächste Woche warte Arbeit. Ja, klar, es ist was Besonderes. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich die Chance kriege und will das Beste aus. Das ist für mich die oberste Priorität. Ja, mit welcher Erwartungshaltung gehen wir jetzt in die nächste Woche? Jetzt hat man ein Heimmatch vor der Brust gegen Steyr. Ja, Marschroute nur vorwärts, es geht nur aufwärts. Wir müssen positiv bleiben, wir müssen gegen Steyr 3 Punkte einfahren und das werden wir im besten Gewissen versuchen. Ach ja, wir sind sicher alle sehr enttäuscht, weil wir haben uns echt viel vorgenommen. Wir wollten unbedingt wieder, seit Oktober vorigen Jahr, wollten wir unbedingt wieder einen Dreier auswärts mitnehmen. Ja, aber grundsätzlich, unsere Leistung hat passt. Also keiner kann sich was vorwerfen, weil jeder hat 100% gegeben. Leider haben wir dann wieder gleich in den ersten 5 Minuten das erste Tor gekriegt, das erste Gegentor. Dann ist es halt schwierig, dass wir einen Rückstand hinterherlaufen. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben eigentlich super dann in die zweite Hälfte gefunden, haben super gestartet, haben einige Torchancen vorgefunden. Dann haben wir wieder vor Schluss das bittere 2-0 gekriegt und dann leider nichts rausgeschaut. Wir wissen, unsere Leistung gegen Lafnitz war unter jeder Sau, wenn ich das so sagen darf. Aber deswegen hat unser neuer Trainer, Senji, der hat uns alle wachgerüttelt. Wir haben die Wochen super trainiert. Und ja, leider hat nichts rausgeschaut, aber wir blicken zuversichtlich aufs nächste Heimmatch. Wir haben mit so einer Leidenschaft und mit so einem Kampfgeist gegen Steyr eingegangen und sind wir zuversichtlich, dass wir in den ersten 3 Punkte zu Hause einfahren. Wir wissen, was wir können. Wir probieren die Wochen so gut wie möglich trainieren. Jeder immer mehr als 100% geben beim Training. Und dann sind wir zuversichtlich, dass wir gegen Steyr voll punkten.